Ups. So. Ja, wie zu erwarten war, nichts los. In die Sushi-Bar. So. Ist auch keine angerufen oder so? Ne, keiner angerufen. Es war nichts gewesen. Nichts passiert. Alles immer noch easy. Wenn ich jetzt gerade hier bin, kann ich mir eigentlich auch getrost gerade mal wieder zwei von denen kaufen. Dann haben wir auch mal wieder was zu essen dabei. Könnt ihr auch Spaß gerade mal gucken, was hier in der App so los ist. Einen wundervollen guten Abend, der Taxifahrer ist wieder im Dienst. Ach, schön. Ja, jetzt brauche ich aber gerade keinen. Krankenversicherung. Der Dr. Hart empfiehlt Traum vom Eigenheim. Ich könnte ja mal zu dem Taxistand fahren. Ich weiß nicht, ob ich so ein guter Taxifahrer wäre. Ich glaube, das ist auch kein Job für mich, so Taxifahrer. Da musst du halt auch irgendwo, musst halt immer erreichbar sein, ne? Da hast du jetzt auch nicht so deine Ruhe. Außerdem muss ich mich da ja auch in der Stadt auskennen, das tue ich ja noch gar nicht. Ganze. Sind diese Milchreihe hart. Eieiei. Nom, nom. Ja, auch ich muss mal was essen. Nicht nur der Herr Zahn. Der jetzt gerade bei der Polizei mal seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Ja, ja, ja. Also holen wir mal unser Auto wieder ab und dann müssen wir mal überlegen, wo wir jetzt hinfahren. Was wir jetzt noch machen wollen. Wir sind jetzt dem Timo schon mal begegnet. Das Problem ist, dass da interaktionsmäßig noch nicht so viel möglich ist natürlich. Der ist halt in erster Linie momentan als Polizist irgendwie immer im Dienst und hat immer was zu tun. Der und beim Henne. Das ist halt so Sache, ne? Weiß ich nicht, wo der rumhampelt. Den habe ich noch nicht getroffen. Natürlich auf diese Weise, wenn der Timo natürlich bei der Polizei arbeitet, ist es ja recht einfach. Da hat jemand das Auto aber gut abgeschlossen. So. So, was wir machen jetzt, hey?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, jetzt Fenster putzen zu gehen. Was haben wir denn da? Das ist die Weinherstellung. Ich möchte immer noch wissen, wie das eigentlich mit dem Wein funktioniert und da drüber. Das ist der Weinankauf. Ich könnte mal spaßeshalber zur Weinherstellung fahren und gucken, ob mir das was sagt. Da steht einer rum. Hallo? Na, der hat's aber auch ehrlich gehabt. Hallo, sind Sie der Mann von der Weinverarbeitung? Sagen Sie mal, ich hab da letztens auch schon jetzt versucht, aber ich komme da oben mit dem Weindings nicht klar. User left your channel. Ich merke gerade, Sie reden wohl auch nicht mit jedem, wa? Na gut. Dann redet er halt nicht mit jedem, ne? Ich möchte mal zugehen wissen, wie das mit dem Wein funktioniert. Und wer schließt ja ständig mein Auto ab? Manchmal so eine geile Art und Weise ins Auto zu steigen. Was ist da oben? Das ist Tabakverarbeiter. Und das mit der Tabakplantage hat auch nicht so funktioniert irgendwie. So, das ist hier die Jobvermittlung, ne? Ich kann natürlich jetzt noch mal da in die Berge fahren, das ist klar. Ich kann das immer wieder probieren, aber ich will jetzt Wein lesen, das muss doch möglich sein. So. Jetzt fahren wir aber um Gottes Willen nach der Nummer eben, fahren wir jetzt aber auch selber nicht zu schnell, sonst. Haben wir jetzt auch ganz schnell ins Elch noch Fleisch geschnitten. Ich meine, ich sage ja nichts, wenn 70 erlaubt sind und es fährt einer 80. Ja, das passiert ja jedem Mal, dass man mal irgendwie so ein bisschen, kurz mal nicht auf den Tacho geguckt und aus Versehen ein bisschen leicht zu sehr um den Fuß gezuckt. Das kann ja, ist alles okay, es kann ja mal, das kann ja also wirklich mal jedem passieren. Das passiert ja auch mir mal. Aber das hat, also die haben ein Tempo drauf gehabt, das war echt nicht mehr schön. Ups, das schaffen wir noch. Immer schön Schulterblick. Wo habe ich jetzt klar gelernt? Also ich bin immer noch, also ich denke mir immer noch, hätte ich da mal nicht den Schulterblick gemacht, sondern wäre einfach auf die Straße, der wäre mir sowas von reingedonnert. Oh Gott, ich darf doch echt nicht dran denken, da wird mir direkt schlecht, wenn ich nur dran denke. Wenn ich den Schulterblick nicht gemacht hätte. Eines Tages, so. Eines Tages, Juro, da hast du hier vielleicht irgendwo mal ein Haus.
Aber ach Gott, der Weg bis dahin ist noch so lang und beschwerlich. Ich habe ja vorhin kurz gedacht, als er mich gefragt hat, was ich arbeite, nachdem ich gesagt habe, ich helfe der Polizei so gern. Ich habe schon fast Angst gehabt, er will mir einen Job anbieten. Aber ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann für die Polizei. Ich glaube, da bin ich... Ne. Da bin ich an sich eigentlich viel zu konfliktscheu. Das traue ich mich nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Ich war früher immer, wenn die Kumpels gesagt haben, oh, lass uns mal Räuber und Gendarm spielen, da war ich auch immer der gesagt hat, ach komm mal nicht, lieber Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ja, das ist einfach nicht so. Das ist nicht so meins, glaube ich. Also das Jobangebot, das hätte ich auch nicht angenommen, glaube ich. Ich bin da. Vielleicht muss ich selber auch nochmal nach was Handwerklichem gucken. Na, also, auch wenn ich anfangs eigentlich gedacht habe, ich möchte, dass ich also so der alten Zeit von früher, so von der Werkstatt von meinem Bobby, möchte so ein bisschen entfliehen, aber im Grunde genommen ist das halt auch einfach das, was ich kann, ne? So ein bisschen bauen und basteln, so, das war ja schon immer meins. Ich glaube nicht, dass ich mich zum Beamten eigne. Ich glaube, das taug ich nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Aktuelles Fahrzeug, dein Unternehmen, Top Secret. Das war's, Bekleidung, Rechnung, Brille, Briefflasche, Waffen, Waffen, deine bla bla bla. Mein Haus, mein Auto. Ich möchte echt mal wissen, wie man hier irgendwie das hier mit diesem Wein funktioniert. Das würde mich echt mal interessieren. Ich weiß halt nicht, ob ich da erstmal irgendwie einen Auftrag für brauche. Natürlich auch erst einmal jemanden fragen, der sich damit auskennt, nämlich hier unten. Also, vielleicht weiß ich nicht, ob ich da beim Weineinkauf mir einen Auftrag holen kann, Wein zu lesen. Vielleicht darf ich ja nicht einfach so. Schick mich da lang. Gut, es. Vom Prinzip her auch nicht falsch, da komme ich nämlich, glaube ich, an der Tankstelle vorbei. Und das ist jetzt zugegeben bitter nötig. Ich versuche so weit wie möglich zu kommen, uns irgendwie noch zur Tankstelle zu schaffen. Er ist sich nämlich jetzt schon wieder hart am Beschweren. Mensch, Jura, du müsst dir echt langsam mal angewöhnen, rechtzeitig zur Tankstelle zu fahren. Ist immer das Gleiche mit dir. Das ist immer das Gleiche. So. Ja, es hätte genau gepasst. Ich wusste ja, dass da eine Tankstelle ist. Ich war mir echt sicher, der hätte mich da hinten lang geschickt. Aber dann nicht. Hätte ich doch nochmal auf der Karte geguckt.
Ach, scheiße. Osborn, wo bin ich dann jetzt hier lang gelaufen? Oh. Oh, das. Oh, Gott. Ups. Hey, wird aufs Maul gelegt. Klar, Jura, wird aufs Maul gelegt. Ja, das ist ja schon mächtig anstrengend, dann als mit so einem vollen Kanister durch die Gegend zu laufen. Das geht mächtig in die Arme. Ich trinke mal eine Cola. Das macht mich vielleicht ein bisschen fit. Ich trinke mal das aus dem Betrieb. Drecks! Ding! Oh. Oh, das... Weiß nicht. Ich gehe schnell wieder weg. Oh, der hat mein Geld gefressen! Schon wieder so ein blöder Automat, der mein Geld frisst. Warum fressen die immer mein Geld? Das gehört sich doch so nicht. Schnell weg jetzt. Ich hab das echt nicht gewollt, Entschuldigung. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich jetzt hier auf die tolle Idee kommen. Auch mal querfeld einzulaufen, ob das so die tolle Idee ist. Na, ich müsste echt nur dahin, glaub ich. So viel kürzt das jetzt auch nicht ab. Ist nur anstrengender. Ich schätze doch über den Bash drüber lauf. Aber es ist. Aber es ist doch landschaftlich schöner, ist es doch. Andersrum hätte ich an der Straße die Chance, dass mich vielleicht jemand mitnehmen kann. Boah, jetzt bin ich ja hier hochgelaufen, jetzt kann ich auch hier oben bleiben. Sieht man mal ein bisschen was von der Gegend, oder? Oh, das ist anstrengend. Ich muss mal kurz. Kurz den Kanister absetzen und mal mit Menschen sitzen. Ach, Juro, wenn du doch nur einfach mal pünktlich denken gehen würdest, dann hättest du den Ärger nicht. Eigentlich kannst du gerade noch rüber, ne? Aber ist sowas von Kerzengrad. Naja. So, okay, mal Bräule. Ja, rennen wir mal schon voll den Berg runter, ne? Komm, Juro. Du näherst dich dem Ziel, motivier dich mit einem lustigen Liedchen. Vielleicht hilft's ja. Danke, ja. Ach, weil ich gerade so einen schönen Bulli anhab, ne? Von den blauen Bergen kommen wir. Ich kann den Text gar nicht. Muss ich improvisieren, Moment. Oh, kurz überlegt. Oh Gott, ist doch steil hier, oder? So. Von den blauen Bergen kommen wir. Komm mal heim, dort trink mal erst ein Bier. Heute muss man Auto schieben, dann wir sind halt liegen geblieben und die Tankstelle ist auch ledig hier.
Das ist ja rein vom BB. Ah, das ist ja ein Limerick. Oh, ich will nicht, ich muss auch bald mal was essen, aber ich will jetzt erst mal zu meinem Auto zurück. So, ist das. Das ist die Kende. Gut. Ach, gleich haben wir es geschafft. Da, da steht er. Der Gute. Mitten im Gras. Schimmersch. So, kleiner Endspurt jetzt hier. Komm, Juro, haben wir nochmal alles raus, was du drauf hast hier. Zack, 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 zack. Löwen, 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 Löwen. Zack, zack, zack. Wunderbar. Die Füße tragen nehme ich noch, aber der Arm fällt mir gleich ab, du. Scheiß schwerer Kanister. So. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. So, kann ich jetzt hier mal das Benzin einfüllen? Oder ich dafür erstmal das Auto wieder einschalten. Da macht er noch was. So. So, wie geht's jetzt nochmal, Mödesche? Oh, sieht eigentlich doch ganz gut aus. So, weiter geht's, ja. Juro, du Humblemann. So, jetzt fährst du aber erst einmal zur Tankstelle dahinter. Hab ich nicht beim letzten Mal erst gesagt, das sollte eine Lehre sein, das sind aber nö. Diesmal sind wir schlauer als beim letzten Mal. Das war schon das Orangen-Fauxpas hatten. Ach Gott, das bin ich alles gelaufen hier. Das bin ich alles gelaufen. Wahnsinn. Was eine Strecke. Da hinne, da ist die Tankstelle. Götte. Götche, götche, götche. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so rumfahre, aber mein Navi hat mir das eben angezeigt. So. Ach, komm mal da drüben, Gott sei Dank, du. Das nur kurz ist nicht ausgegangen, aber jetzt geht's wieder. Oh. Ja, jetzt da. So. Na wunderbar, da ist der Tank wieder voll, zack. Und jetzt ich gern eigentlich auch den Kanister. Kanister wieder voll machen. Packen wir ihn ins Auto.
So, das werden wir das nächste Mal liegen bleiben. Das wird dann wenigstens noch einen vollen Kanister haben. So, nochmal sind wir nicht so blöd. Gut. Ja, dann können wir jetzt auch heute nicht mehr allzu viel machen, würde ich sagen. Fahren wir mal ganz gemütlich hier oben wieder ein Bier. Ist ja auch nicht so weit. Wunderbar. Und dann halten wir uns einfach wieder an unser Strandhäuschen und haben halt ein bisschen was erlebt, du. Da ist ein bisschen was abgegangen halt. Da kann man jetzt mal nichts gegen sagen. Also da haben wir halt mal Action gehabt, du. Da haben wir halt nochmal richtig Action gehabt. So. Hopsa. Gottes Willen, wenn da was passiert. Jetzt bin ich aber schon auch mal gespannt, ob sich da langfristig was tut. Die da herausfinden irgendwann, wer denn dort diese Raser waren. Also ich werde auf jeden Fall auch die Straße mal beobachten. Und wenn ich mal irgendwo aus Versehen vielleicht zufällig diese Autos parken sehe. Ich meine, ich habe die ja schon mal gesehen jetzt. Ich nur zufällig sehe. So, okay. Tja, damit haben wir doch dann heute auch ein bisschen was erlebt. Wir haben der Polizei einen lustigen Auftrag erteilt, sozusagen. An dem die jetzt durchaus ein bisschen was zu knabbern haben. Sehr schön das, sehr schön das. So. Von der Uhrzeit her bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich jetzt langsam mal dann doch Feierabend mache. Wir sind jetzt auch schon wieder knapp 3 Stunden unterwegs. Wir haben also ganz knapp vor 8 Uhr haben wir angefangen und jetzt haben wir ganz knapp vor 11 wieder auf. Das ist doch okay. Außerdem hat Calvin die Verbindung getrennt, sehe ich gerade. Der kam wohl nicht wieder auf seinem AFK. So, ich gehe wieder nach dahin. Hier ist es mir ja, habe ich ja schon gesagt, zu laut, so direkt neben der Achterbahn und so. Hier ist eigentlich immer hier dem Jahrmarkt, ist mir zu viel Rummel. Ich weiß immer noch nicht, warum die das Riesenrad abgebaut haben. Oh, hoppla. Ich lauf hier, als gehe ich die Wand. So, hier hocken wir uns hin. Hier haben wir so ein bisschen auch unsere Ruhe. Hier tut uns keiner was. Ja. Genau. Und dann war das doch heute mal ein ganz aufregender Tag. Wir haben natürlich immer noch nicht allzu viel erreicht. Wir müssen uns auch immer noch überlegen, wie weit wir hier mal einen Job kriegen. Wir haben 3.800 Bargeld einstecken. Ja. Jetzt haben wir noch so ein bisschen was an Geld, ne, im Vergleich zu vorher. Also wir zehren noch ganz gut von unserem Orangenverkauf, also leben können wir davon schon, wohnen können wir davon nicht. Aber wir haben zumindest genug, dass wir was zu essen kriegen immer. Und
Ja. Solange wohnen wir halt ja auch irgendwie immer so ein bisschen einfach in diesem Hütchen hier. Ja, ist jetzt nicht wirklich purer Luxus, muss man sagen, aber es ist, wie es ist, ne? Aber eines schönen Tages, mein lieber Freund Jaroslav Zorn, werden sich Dinge ergeben, die dein Leben grundlegend verändern. Glaub mir, eines Tages wird alles anders werden. Und bis dahin, Geduld, entspannt bleiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch einen schönen Tag.